Die GWD-Spielerinterviews werden Ihnen präsentiert von der Anwaltskanzlei Peter Jahn. Für den Fall der Fälle. Ja, liebe Handballfreunde, ich darf bei mir begrüßen Florian Freitag, unsere Nummer 2 bei GWD Minden. Florian, schön, dass du wieder auf dem Feld zu sehen wirst. Wie ging's? Ja, also erstmal ist schön, dass ich wieder spielen kann. Mit der ganzen Fußgeschichte war nicht so einfach. Generell war es schön zu spielen, aber natürlich habe ich mir genauso wie die Mannschaft ein bisschen mehr auf vom Spiel. Deshalb war es dann doch nicht so ein schöner Tag. Okay, für dich persönlich doch einigermaßen erfolgreich. Du hast relativ lange gespielt, in der zweiten Halbzeit sogar 2 Tore geworfen. Werden wir in nächster Zeit wieder mehr von dir sehen oder geht es jetzt schön Stück für Stück langsam weiter? Ja, das kann man schlecht sagen. Also klar würde ich gerne noch weiter so viel spielen, nur wir haben ganz guten Konkurrenzkampf da auf halb links und da kommt es, glaube ich, immer einfach drauf an, wie wer trainiert hat, wie fit jemand ist, vor allem jetzt bei den ganzen Spielen, die wir haben. Von daher kann man schlecht sagen, wer in welchem Spiel mehr oder weniger spielt. Ich glaube, es kommt halt einfach darauf an, ja, vor allem jetzt in nächster Zeit, wie viele Spiele sind und dass hoffentlich dann alle gesund rausgehen. Ja, verflixte erste Halbzeit, da habt ihr ganz schön Abstand gelassen zu unserem Gegner. Ich glaube, du hättest auch gerne eingegriffen, oder? Ja, klar hätte ich da auch gerne gespielt. Wir haben ziemlich gut angefangen, viele schöne Tore aus dem Rückraum gemacht. Nur irgendwann hat sich Göpping halt da ein bisschen drauf eingestellt und wir haben da ein bisschen den Mut verloren, hätten ruhig weiter so drauf werfen können, wie wir es am Anfang gemacht haben. Und dadurch war es dann ein bisschen bitter, weil wir ja oftmals dann keine Mittel mehr richtig gefunden haben, was halt nicht so schön war. Ja, vielen Dank, Florian. Wie gesagt, schön, dass du wieder dabei bist und ich hoffe, wir sehen noch mehr von dir. Jo, danke. Ja, ich darf hier ganz herzlich begrüßen Jens Schöngart, die Nummer 33 von Frisch auf Göppingen. Jens, ist es für dich was Besonderes, hier in Minden zu spielen? Nee, was heißt besonders oder nicht besonders? Jedes Bundesligaspiel ist was Besonderes. Das ist die stärkste Liga der Welt und du spielst wahrscheinlich auf die Vergangenheit beim TuS in Lübeck an wahrscheinlich. Ich spiele immer gerne Bundesliga auf hohem Niveau, wo das ist und gegen wen, ist egal. Und ja, für uns war extrem wichtig heute, dass wir mit 2 Punkten nach Hause fahren. Okay, das habt ihr geschafft, leider. Du hast auch 6 Tore geworfen. Fühlst du dich wohl auch in der Mannschaft? Ja, ich glaube, das sieht man auch. Bin sehr zufrieden, sehr glücklich, habe mich schnell integrieren können. Bin auch sehr, sehr erleichtert jetzt über unseren ersten Sieg, weil ja, wir deutlich was gut zu machen hatten nach der schlechten Leistung letzte Woche gegen Hannover zu Hause. Okay, schlechte Leistung gegen Hannover hast du schon angesprochen. Was hat heute gestimmt, was in Hannover nicht gepasst hat? Ja, die Aggressivität, vor allem in der Abwehr, das Zusammenspiel zwischen Abwehr und Torhüter. Wir konnten ein paar leichte Tore aus dem Gegenstoß machen, aus der zweiten Welle. Das war, glaube ich, ganz wichtig. Wir sind gut ins Spiel reingekommen auch, das war auch wichtig. Und vorne haben wir auch länger den Ball gespielt, den Ball laufen lassen, den freien Nebenmann eingesetzt und die Übersicht behalten und nicht wie noch in der Vorwoche einfach zu früh abgeschlossen. Ja, Jens, die Frage noch an dich. Du warst ja kurzzeitig auch mal in Magdeburg. Magdeburg hat es dir nicht so richtig gefallen oder war das Angebot von Göpping einfach besser? Nein, in Magdeburg hat es mir sogar sehr gut gefallen. Das ist wirklich eine wunderschöne Stadt. Jeder, der noch nicht da war, sollte sich unbedingt mal ein Wochenende Zeit nehmen. Nein, mir hat es super gefallen. Ich habe nur schon vorher auch den Vertrag bei Frisch auf Göpping für die Saison jetzt unterschrieben gehabt. Magdeburg hat aber noch einen Spieler gesucht für die Rückrunde, einfach nur für das halbe Jahr. Aufgrund dessen, dass die Personalproblematik auf meiner Position mit vielen Verletzten und anderen Ausfällen belegt war, hat man mich angesprochen und den TuS in Lübeck angesprochen, ob die Möglichkeit besteht. Und für mich war es natürlich was Besonderes, konnte auch meinen ersten großen Titel gewinnen mit dem DHB-Pokal. Aber für mich war das eigentlich jetzt nicht absehbar, nochmal was zu verändern. Also quasi jetzt endlich zu Hause? Ja, klar, angekommen ist natürlich was anderes. Ich habe natürlich auch ein halbes Jahr im Hotel gewohnt. Das ist mal 3-4 Wochen schön, wenn man nicht putzen muss und jeden Tag frische Handtücher kriegt. Aber so ein gewohntes Umfeld ist schon was anderes. Ja. Alles klar, Jens, ich bedanke mich bei dir und wünsche euch eine gute Heimfahrt. Sehr gerne. Dankeschön.